ich eigentlich so sagen kann zu meiner Entwicklung ist, ich bin ein Spätzünder. Weil in meinem vorherigen Leben war ich, oder in meinem frühen Leben, war ich Lehrer. Ja. Erstmal auf der Unterstufe und so weiter und dann später auf der Gymnasialstufe, als ich dann Kunstpädagoge studiert hatte in Luzern. Das habe ich auch eine Weile lang gemacht, mit der Ambition auch zu malen. Aber ich habe mich entschieden, Kunst zu unterrichten, weil ich immer die Idee hatte, also man macht das eine richtig und das andere ist halt vielleicht mehr hobbymäßig. Bis ich dann aber auch ein bisschen an den Rand gekommen bin, meiner Möglichkeiten und meiner Illusion, müsste ich vielleicht sagen, weil ich eine ein bisschen zu idealistische Vorstellung hatte vom Kunstunterricht. Es hat mir dann wehgetan und ich habe gemerkt, ich muss mich ausdrücken. Also habe ich mich entschlossen, das professionell zu machen, Kunst. Ja. Ich habe genug hergegeben, fand ich, in der Schule und ich wollte jetzt was für mich holen. Und das war dann mein Entschluss, nach Berlin zu fahren und nochmal zu studieren. Ich wollte an die Hochschule gehen und ich wollte auch, das war mein Ehrgeiz, ein professioneller Künstler werden. Und das ist mir auch gelungen. Also trotz hohem Alter, darum sage ich Spätzünder, als ich nach Berlin fuhr und anfing, das war 1980, war ich 38 Jahre. Ja. Und eben, das ist jetzt genau meine Halbzeit in meinem Leben. Ja, genau. 38 Jahre habe ich in der Schweiz gelebt und jetzt 38 Jahre in Berlin. Ich muss sagen, ich bin als Künstler sehr viel disziplinierter, als ich als Lehrer war. Ja, ja, das kann eindeutig. Kann ich auch gut nachvollziehen. Obwohl ich es gerne gelehrt habe und auch engagiert war, aber ich bin viel disziplinierter hier als Künstler in der Eigenverantwortung. Mhm. Also eben gerade weil du die Freiheit hast, den Tag selber zu gestalten, yeah, machst du das viel verantwortungsvoller. Also ich gönne mir auch Freizeit, aber ich bin eigentlich ein Arbeitstier, also am liebsten arbeite ich einfach. Mein Tagesablauf ist so, ich stehe relativ früh auf, 7. Also andere, ich weiß nicht, dass jeder hat seinen Rhythmus. Dann gibt es Frühstück und dann geht es an den Computer. Ich lese Zeitung auf dem Computer und so. Und dann fange ich eigentlich an mit meinen Aufgaben, die ich als Büro erledigen muss. Also Mails und Projekte bearbeiten, überlegen und so. Und Photoshop, Bilder bearbeiten, weil, und da kommen wir zu einer meiner Arbeitsmethode, ich arbeite im Atelier, ich gehe dann meistens so um 12, 1 ins Atelier und so 5, 6 zurück nach Hause. Ja. Früher war das ganz anders. Früher bin ich auch viel, habe ich ein wilderes Leben gehabt mit Ausgehen und so weiter, was mich sehr inspiriert hat damals auch. Also mit Zeichnungsblock unterwegs, Stichwort. Heute ist es ein bisschen einfacher geworden und geregelter. Ja. Früher habe ich bis morgens um 3 gearbeitet hier im Atelier. Mhm. Da war eine Flasche Sekt auf dem Tisch und da ging es los, oder? Mit viel Musik. Also wie das damals war zur wilden Zeit und mit den wilden Malern. Und ich war ja auch ein bisschen wild da. So. Ja. Das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändert, wie ich mich verändert habe und älter geworden bin. Und jetzt habe ich so eigentlich einen geregelten Ablauf. Morgen Büro, Skizzen, Nachmittag Atelier. Und ich arbeite dann auf Leinwänden oder auf Holz und mache so Zustände, soll ich sagen, eine Arbeit liegt dann da, fängt an, vielleicht spontan. Dann bin ich unsicher, wie es weitergehen soll. Und dann, ich arbeite in Serien, dann fotografiere ich mir alles durch mit dem iPad und sende mir das nach Hause. Ja. Und zu Hause ist dann auf dem Computer und da gehe ich dann mit dem Computer dran, mit Photoshop und probiere aus und zeichne weiter. Und das ist einfach wirklich praktisch. Ich würde das nicht mehr missen wollen, muss ich dir sagen. Da kannst du Farben wechseln, du kannst zurück und wieder vorwärts und ausprobieren, Striche und ergänzen. Und eigentlich ist das Skizzenbuch überflüssig geworden. Alles, was ich früher im Skizzenbuch erarbeitet habe, mache ich auf dem Computer. Und es geht auch schneller.
Und ich kann mich auch schneller entschließen für eine sogenannte Endversion oder so. Dann schicke ich es mir wieder aufs Tablet und das habe ich dabei im Atelier. Und dann ist das eine Vorlage. Ob es dann so wird, ist in den Sternen geschrieben. Manchmal wird es dann auch anders, weil in der Realität ist ja immer alles anders, dann, wenn man dann auf die Leinwand geht und so. Und das ist eigentlich meine Arbeitsmethode geworden, mit dem Hin und Her über den Computer. Dort, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin und meine ersten Ideen entwickelt habe, das ist immer noch ein Stück Heimat. Hier ist eine wie Wahlverwandt hier, eine Wahlheimat und so, aber die andere ist noch bestehend. Darum gehe ich auch noch gerne auch zurück. Ja. Interessiert mich auch die Schweiz. Ich gehe gerne in Galerien, ich gehe gerne Kunst gucken und in Ausstellungen. Und ich bin immer froh, wenn mich ein Bild glücklich macht. Da gehe ich glücklich nach Hause. Es gibt einfach, siehst du, jetzt stellen sich mir die Haare zu Berge. Yeah. Es gibt einfach Erlebnisse, die machen dich glücklich. Ein Bild kann einen glücklich machen. Mhm. Wow, da ist so viel, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es tut mir gut. Bild tut mir gut. Und das gefällt mir auch, wenn ich das Menschen verursachen kann. Also wahrscheinlich bin ich auch nicht der Intellektuelle, der nur schreibt und überlegt und philosophiert, sondern ich habe auch Hände. Ja. Als ich mal zu viel auch gedacht habe, habe ich dann auch mit meinen Händen Entlastung gesucht, oder? Also indem ich dann diese Lehmformen gemacht habe. Ach so, einfach. Ja. Weil das war zu viel genaue Arbeit, zu viel Überlegung und da wollte ich einen Ausgleich. Also die Hände brauchen eben auch. Und ich glaube, ich möchte auch wie Marken setzen, so wie Duftmarken. Ich möchte irgendwie auch wirklich materielle Zeugnisse in die Welt setzen. Ich habe eine Idee, wie das Bild aussehen sollte am Schluss. Es ist eben nicht immer so, es sieht am Schluss nicht immer so aus, wie ich es geplant habe. Es nimmt immer auch einen anderen Weg. Nee. Aber der Anfang ist immer, wiederhole mich, eine Qual und es geht weiter und weiter und die Qual treibt dich dann eben auch weiter. Auch die Unzufriedenheit, das ist etwas nicht stimmig, da fehlt noch etwas, eine falsche Farbe oder so. Das geht dann auch so weit, dass ich es übermale. Also, dass ich auch nicht weiterkomme, trotz Photoshop ausprobieren und so Geschichten. Ja, eindeutig. Etwas durchstehen. Also Frustrationstoleranz, dieses berühmte Wort. Eindeutig. Ich bin eher so dann der Spontane und ich muss mich selber ertragen mit meiner Spontanität. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, mit meiner Spontanität habe ich oft Bilder kaputt gemacht. Einfach, weil zu schnell. Es passierte zu schnell. Ich habe gelernt, mindestens einen Tag zu überschlafen und einfach am anderen Tag weiterzumachen, obwohl der Drang sehr groß war, etwas schnell fertig zu machen. Es ging fast immer in die Hose. Ich finde es ein lustiges Paradox. Ich hänge Bilder an die Wand in einer Klinik, wo es ums Sehen geht. Das fand ich immer spannend. Und ich habe mich immer gefragt, gucken die Leute, die ein Augenproblem haben, gucken die Bilder an? Ja, das kann meine Kleine auch. Die geht jetzt in den Kindergarten. Das schafft sie auch, was sie machen. Ja, das ist so. Ja, genau. Das sage ich immer. Ja, machen Sie das. Lassen Sie machen. Ja. Und das ist nämlich eine interessante Erfahrung. Sie schaffen es nicht. Ja, genau. Nicht mal ein Gekribbel schaffen sie. Ja. Diese, die mir das gesagt haben, die haben dann ihrem Kind, musst du hören mal, Leinwände gekauft und Farbe. Und das Kind hätte dann malen müssen. Ja. Das ist eigentlich eine gute Situation, aber man merkt dann, was für eine Herausforderung das ist. Ja. Da ist die Tür, die geht ins Atelier
und da mache ich mein Ding. Und dann nebenan ist das Büro, wo das verwaltet wird. Und das wollte ich eigentlich immer den Galeristen überlassen. Und ich muss sagen, ohne Galerie läuft ja gar nichts. Das ist, die Galerie ist mein Schaufenster. Und ich möchte ja auch überleben als Künstler und mit meiner Arbeit. Also der Verkauf ermöglicht mir ein Leben. Ich brauche die Galerie, ich brauche den Kunstmarkt. Aber ich bin ja so in der Mitte angesiedelt, oder? Da gibt es aber den Kunstmarkt. Das ist dann aber eigentlich kein Kunstmarkt mehr für mich, sondern das ist eine Börse. Das nimmt dann Dimensionen an, die überhaupt nicht mehr, für mich nicht mehr normal sind. Dass ein Bild als Anfänger oder mittlere Klasse 20.000 kostet, okay, kann man akzeptieren. Aber dass dasselbe Bild in 10 Jahren eine halbe Million kostet, das kann ich nicht vertreten. Das findet sogar ein Gerhard Richter zu viel. Der sagt auch, das ist nicht gesund. Das ist nicht normal. Das ist Börse. Und die Leute, die solche Bilder kaufen, die verstehen vielleicht schon ein bisschen was von Kunst, aber denen ist Kunst nicht so wichtig. Für die ist das eine Aktie. Die legen, das ist zum Anlegen etwas. Das kann man noch teurer verkaufen in noch mal 10 Jahren. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ich kenne viele Künstler, die dieses Problem haben. Ja, logisch. Ja. Ja. Ich kenne einen Künstler, der hat die Hälfte auf den Müll gebracht. Ja, ja, ist keine dumme Idee. Ja. Also es ist schwierig, das zu tun, ja. Und hart, auch für die Angehörigen oder so, aber es ist wahrscheinlich die beste Idee, ja, schlussendlich. Und ich fange an, Bilder auszusortieren, mhm, ob sie überleben sollen oder nicht. Ja. Und übermale dann. Ja. Ja, was eigentlich auch wieder eine schöne Geschichte ist, ja, eigentlich. Ja. So. Plötzlich dann wieder ein Bild, ein aktuelles Bild, zu dem du stehen kannst. Hm? Ja. Und darunter liegt einfach eine alte Geschichte, mhm, zu der, die halt nur mittelmäßig ist. Ja. Das hat keinen Sinn, jetzt die auch noch zu horten.